Können wir was mitnehmen? Ich kann auch nicht zurück. Meine Prüfungen haben gerade erst begonnen. Ich wollte es auch nicht. Ich würde es mitnehmen. Tja. Mal durch. Können wir den Harun looten? Sie hängt genau außer Reichweite. Das können wir doch bestimmt ändern. Fantastisch. Das können wir looten. Es würde zu die Zeit rennen. Wenn ich sie nur irgendwie einreißen könnte. Dann sammeln wir mal die Loot auf. Ein Verband. Eine Bürste. Alkohol. Alkohol. Bastard. So, ich habe hier einiges im Inventar. Ein Rubin, ein Dolch, ein Verband, Pferdebürsten und ein Alkohol. Kann das vielleicht was helfen? Das wird niemals gehen. Mit dem Almandin wäre es, als gebe ich mein Leben fort. Ich werde es erst tun, wenn der Tod unausweichlich wird. Ah ja. Danke, Prinzessin. Aber das hilft uns leider auch nicht, das Schloss zu finden. Danke, Prinzessin. Tretet beiseite. Berührt auf keinen Fall die Tür. Gut, dann müsst ihr das machen. Was soll das? Es gibt keinen verborgenen Mechanismus. Die Tür ist einfach nur verdreckt. Bürstet sie ab und ihr findet euer Schloss. Trete zurück. Da ist das Schloss. Die sechs Beine öffnen die sechs Riegel. So einfach kann es sein. Einfach den verstorbenen Begleiter looten und die Karten kann bei man allen zwölf Göttern. Läuft ja hervorragend. Schon die zweite. Entspann dich. Ich weiß, du willst nur helfen, aber ich schaff das schon allein. Wir müssen es kleben. Gut, ich hab einen Verband. Vielleicht. Nein. Besser nicht. Tja, vielleicht mit Alkohol. Alkoholgetränkte Verband. Die Kruste ist zu trocken, um sich damit wegwischen zu lassen. Ich kann den Schlüssel nicht einfach zusammenbinden. Er würde nicht halten. Wir haben Schlüssel. Ich versuche, die Käferteile ineinander zu schieben, aber es geht nicht. Sie. Haltet Abstand. Wir wissen nicht, was sich hier sonst noch verbirgt. Zierbogen. Was könnte man hier noch machen? Nein, danke, Prinzessin. Das führt doch zu nichts. Eine Rolle Verband. Vielleicht. Ich sollte mit dem, was ich noch habe, sparsam. Ich kann den Ich darf jetzt nicht. Besser nicht. Okay, wir haben einen Alkoholgetränken verbannt. Das bringt mir. Du blutest. Ich brauche keinen Verband. Meine Kampfeswut macht den Schmerz erträglich. Beeindruckend. Harun hatte die. Jetzt weiß ich auch woher.
Du blutest. Ich beeindruckt. Tja, brauchst du vielleicht einen Säbel? Er ignoriert mich. Beziehungsweise durch. Nein. Haltet Abstand, wir wissen nicht. Tja. Ich versuche die... Sie halten nicht. Vielleicht kannst du verwandelt gebrauchen. Ich kann den Schlüssel nicht einfach zusammenbinden. Also. Ich kann den Schlüssel. Bin mir sicher, du kannst sie zusammenbinden. Ich sollte mit dem, was ich. Danke, aber. Was klebt, vielleicht. Ja, das könnte möglicherweise. Das klebt. Ich darf jetzt nicht den Kopf. Ich sehe keinen Zusammenhang. Das könnte eine klebrige Flüssigkeit sein. Die könntest du eventuell... Der Weg der Wild... Jetzt ist die Klinge klebrig. Ich kann da die klebrige durch... Ich reinige den Dolch, wenn ich... Davon brauche ich kein Stück. Hier, kleb damit das Bein. Fantastisch. Tür ist offen. Darüber steht es ist soweit. Seht ihr die leuchtende Inschrift, Alrik? Ur-Tulamidia ist eine tote Sprache, die nur noch von wenigen gesprochen wird. Von noch weniger, seit die geistigen Führer dieser Stadt zusammen mit ihrem Kalifen hingerichtet wurden. Man muss gebildet sein, um diese Schrift zu lesen. Gebildet wie ein Kind aus gutem Hause. Gebildet wie die letzte Prinzessin von Fasar. Allein darum haben wir euch mitgenommen. Nun sagt mir... Was ist die Antwort des Rätsels auf der Kammer? Mhm. Die Götter stehen mir bei. Was? Was liest ihr? Das kann ich euch nicht verraten. Es würde zu viel verändern. Dafür haben wir sie mitgenommen? Ich verstehe das nicht. Prinzessin? Aha. Prinzessin, wo seid ihr? Bei den Zwölfen ist das dunkel. Ich bin hier drüben. Ah! Au! Oh. Passt beim Verlassen auf den Käferschlüssel auf. Er liegt mit der Tür auf dem Boden. Wenn ihr zerbricht, sind wir hier eingesperrt. Was ist das für ein Geruch? Alrik! Kommt nicht rein! Hier ist Gas in der Luft! Leuchtet mit der Fackel vorsichtig durch die Tür, aber bleibt draußen! Und keine Zauber! Fremde Astralenergie könnte eine Falle in diesem Raum auslösen. Seid vorsichtig, wo ihr hintretet, Prinzessin. Schwierig ohne Licht. Wenn ihr einen Weg wisst, wie man ohne Feuer und ohne Magie Licht macht, dann sagt es. Habt ihr etwas gefunden? Ja, ich glaube hier. Aber ich muss es sehen, um sicher zu sein. Sie ist viel zu schwer, als dass ich sie bewegen könnte. Ich habe mir die Hand aufgerissen. Der Haken ist bereits voll mit meinem Blut. Okay. Ich habe meine Lektion gelernt. Nichts und niemand verwundet mich zweimal. Wir posten Verband. Das führt doch zu nichts. Trinkhaltung, vielleicht können wir da. Das führt doch zu nichts. Nehmen wir eine Silberschale. Nehmen wir ein Loch. Das ist kein Ausweg.
Mit den Händen bekomme ich ihn nicht weiter auf. Und selbst wenn, käme nicht genug Licht herein, um die ganze Kammer zu erleuchten. Ich aber muss anders Licht machen. Vielleicht kannst du den Rubin. Nein. Vielleicht. Besser nicht, wenn sie nur nicht so schmutzig. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Okay. Das könnte reflektieren. Nein. Ich darf jetzt nicht den Kopf. Ja. Nein. Ein Räucherstäbchen. Eine Ringhaltung. Das führt doch zu nichts. Das wird niemals. Erst muss das Stäbchen. Stäbchen muss brennen. Wie wär's, wenn du es anzündest? Was soll ich damit? Was soll ich? Es anzünden. Ich darf jetzt nicht den Kopf. Besser nicht. Ja. Lieber nicht. War das da vielleicht ein Lichtspalt? Ich darf mein Ziel nicht. Ich darf mein Ziel. Wenn sie nur nicht so schmutzig. Das bringt mich nicht weiter. Ja. Das wird niemals. Das Einzige, wo das geht, ist hinterm Haken. Ich habe meine Leck nichts und. Charmou. Prinzessin, beeilt euch. Ich brauche Licht. Tja, wenn ich nur wüsste, wie. Vielleicht können wir Alkohol in die. Der Alkohol ist nicht stark genug, um zu brennen. Okay. Dann nicht. Ich darf mein Ziel nicht aus. Das Stäbchen. Das Stäbchen sollte auch so gut. Ich sollte mit dem. Der Alkohol ist nicht stark genug. Tja. Der Rubin würde es bringen, wenn man das irgendwie hier. Das Licht der erzählen könnte. Ich sehe keinen Zusammenhang. Ich darf jetzt nicht den Kopf. Tja. Gut. Du hast noch irgendwas, was wir machen können? Besser, ihr bleibt mir fern. Gern. Soll ich es Ihnen doch sagen? Nein. Es würde alles verändern. Haben wir hier noch irgendwas? Aha. Brennt doch was. Er ist tot. Warum können wir mit dieser Flamme nicht? Da brennt doch jetzt offensichtlich was. Denn der Flamme des Magiers können wir auch nichts machen.
dich, dass wir nicht fragen können. Was soll ich damit? Das Anzünden. Du blutest. Ich beeil. Was soll ich? Erst muss das Stäbchen. Tja. Na dann. Finden wir mal einen Weg. Ja, du. Der Alkohol ist nicht. Vielleicht können wir das Ding hier. Meinen blutigen Haken verwenden. Der Verband ist jetzt voller Blut. Okay. Schon gut, aber Blut brennt ja genauso wenig. Blut. Nein. Blut auf den. Blut für den Blutdorn. Besser nicht. Ja, auf dem Thron. Das hilft mir aber noch nicht weiter. Dafür nehme ich. Seltsamer Blutverband. Das ist mein Blut. Und nun? Ich lege den Verband mit meinem Blut in die Schale. Ja. Erst muss das stehen. Und nun? Was soll das jetzt bringen? Jetzt hängt da. Nein. Mir fehlt die Vision. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Tja. Warum hast du denn hergenommen? War das nicht hier irgendwo? Darf das nicht hier irgendwo rum? Ja. Vielleicht das haben wir noch nicht versucht. Das sollte reichen. Oha. Glänzende Silberschande, geht doch. Lieber nicht. Das wird niemals. Bei denen. Ist sie das? Ja. Ja. Ja, das ist sie. Die Maske von Malakar. Damit werden wir die Schlacht gegen die Dämonen ein für alle Mal schlagen. Ayal! Ein Wächter! Bewacht die Tür! Wenn der Käferschlüssel beschädigt wird, sind wir hier eingesperrt! Oh je. Der Käferschlüssel wird beschädigt. Wir sind schon mal hier eingesperrt. Na los! Fantastisch. Yalla! Töte mich! Mein Leben ist ohnehin nicht viel wert. Schwächling. Grüne Augen. Die Flammen in seinen Augen sind heiß. Vielleicht können wir damit das Stäbchen entzünden. Und in die Räucherschale packen. Ah, willkommen, Scha. Mit was? Was war das? Wer bist du? Was machst du in meinem Kopf? Hallo? Ihr müsst mich schon berühren, wollt ihr mich hören, Charizard? Bist du ein Dämon? Um ehrlich zu sein, Charizard, ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht. Auf einmal war ich hier.
In der Dunkelheit, festgekettet, vor unzähligen Jahrhunderten. Du lügst doch. Keineswegs. Ich sah den Aufstieg und Fall eines jeden Staubkorns in dieser Kammer. Nur meine eigene Geschichte kenne ich nicht. Wieso höre ich dich in meinem Kopf? Das kommt von eurem Blut, das ihr mir geopfert habt. Ich habe einen Pakt mit einem Dämon geschlossen? Verzeiht, ich hätte euch vorher warnen sollen. Öffne die Tür. Du kannst das doch, oder? Ich fürchte nicht. Nein. Was kannst du dann? Ich kann das Licht entfachen und löschen. Und ich kann den Wächtern Befehle erteilen. Aha, kann man den Wächtern nicht befehlen, die Tür zu machen? Wecke die Wächter und befehle ihnen, das Tor einzureißen. Aber dann lauft ihr davon und ich bleibe zurück. Es wird weitere Jahrtausende dauern, bis sich wieder eine Prinzessin hierhin verirrt. Du weißt, wer ich bin? Ja, ich habe euch vor der Grabkammer belauscht. Was haltet ihr von einem weiteren Pakt? Ich helfe euch aus der Grabkammer und ihr nehmt mich mit. Prinzessin und Hofmagier. Herrin und Diener. Zusammen erobern wir die Welt. Das klingt nicht nach abgemacht. Was? Wirklich? Wer wäre so dumm, ein unheimliches Wesen wie mich so leichtfertig zu befreien? Ich nehme, was ich kriegen kann. Ihr macht mir Angst. Mir auch. Entzünde die Fackeln. Lasst uns das gemeinsam tun, Charizard. Richtet eure strahlenden Augen auf die Finsternis und konzentriert euch. Solange ihr mich berührt, könnt ihr nicht nur mit mir sprechen, sondern auch mit mir zaubern. Aha. Interessant. Das geht nur bei magischen Arten. Richtet eure strahlenden Augen auf die Finsternis. So erblicket die Pracht der letzten Ruhestätte meines Meisters. Bei meinen Ahnen seid ihr schön. Wir haben also eine Abmachung? Ja. Ja, die haben wir. Gut. Du steckst fest. Ich hänge ja nun auch schon sehr lange hier. Lockert die Halterung und zieht mich mit einem starken Ruck gen Himmel. Du erinnerst dich also an den Himmel. Den Himmel, die Freiheit, das Funkeln und Klingen der Sprache. Manche Dinge vergisst man. Was ist das, der Magier? Du steckst immer noch fest. Lockert die Halterung und zieht mich mit einem starken Ruck gen Himmel. Du steckst immer noch fest. Lockert die Halterung und zieht. Okay, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Sie ist viel zu schwer, als dass ich sie bewegen könnte. Nein, er ist zu... Von Hand bekomme ich seine Leiche nicht frei. Seine Leiche? Verdammt. Die Flammen in seinen Augen sind heiß. Er ist unter dem Wächter begraben. Mit Magie bekäme ich ihn vielleicht frei. Aber nicht mit baren Händen. Erst riss ich mir die Hand auf, dann weckte ich einen Dämon. Von nun an halte ich mich von dieser Schale fern. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Ich habe meine Lektion gelernt. Nichts und niemand verwundet mich zweimal. Eine Metallkugel. An einem Ende hängt der Zauberstab, am anderen eine schwere Metallkugel. Und nun? Wohin damit? Na, du bist ja. Und ist die Metallkugel ins Loch. Sehr schön. Aha, jetzt haben wir so, ich habe dich befreit. Was nun? Nun habe ich endlich Beine und bin nicht mehr allein. Ich meine, wie kommen wir hier raus? Gar nicht. Diese Mauern sind unentrinnbar. Aber du sagtest... Ach, Charizard. Wir befinden uns hier im dunkelsten Loch, das die Welt nie kannte. Hier bedeutet doch nichts... Gar nichts. Schon gar nicht ein Versprechen von einem Stück Holz an eine Todgeweihte.
Aber lasst uns dennoch Freunde sein. Wir können mit dem Licht spielen oder die Wächter wecken oder... Wenn du es nicht machst, ich werde mich an unsere Abmachung halten. Ich werde einen Weg hinausfinden. Und wenn du mir dabei hilfst, werde ich dich mitnehmen. Charizard. Und hör auf, mich Schmetterling zu nennen. Ich bin kein Schmetterling. Und wir sind auch keine Freunde. Von nun an tust du, was ich dir sage. Und wenn nicht? Werfe ich dich in ein noch tieferes Loch, wo dich wirklich niemand mehr finden wird. Wie ihr befiehlt, Herrin. Ihr seid zu gütig, Herrin. Ich erkenne ein bisschen Ironie und Sarkasmus. Na dann. Ach, müht euch nicht ab. Wozu habt ihr mich? Den mächtigsten Magier, den diese Hallen je gesehen haben. Du kennst nur einen Zauber. Aber der ist vielseitig einsetzbar, meine ignorante Herrin. Psst, beweg dich. Er hält noch immer die Maske. Und Haruns Dolch. Ihr lebt noch? Nehmt die Maske. Bringt sie fort. Beruhigt euch. Sammelt eure Kräfte. Herrin, seht ihr nicht? Er ist so gut wie tot. Hast du kein Mitleid? Habt ihr? Wohin muss ich die Maske bringen? Nach Draconia. Zum Prinzen. Oh, danke. Zum Prinzen? Der Welcher Prinz? Gescheiner. Galvet? Irgendwie funktioniert der Command immer noch nicht, der Lücke-Command. Normalerweise gibt's dann einen schönen Text für. Und ihr löchert ihn mit Fragen? Ihr hattet wirklich kein Mitleid, nicht wahr? Doch. Streamlabs. Aber es hätte zu nichts geführt. Es hätte euch menschlicher gemacht. Sagt ein sprechender Stab. Tja. Der Lücke-Command funktioniert nicht. So, wir haben eine Maske. Das wäre grausam. Ja. Verzeiht, aber Totenerweckung übersteigt sogar meine Fähigkeiten. Hätte sein können. Unterhaltsam, nicht wahr? Ich habe schon Besseres gesehen. Oh, wie ich euch beneide. Vielleicht. Die Tür. Das ist wohl nicht magisch genug. Wäre auch zu einfach. Das geht nur bei magischen Artefakten. Das ist wohl nicht magisch genug. Das geht nur bei Mag. Benutzt doch, das ist nicht dieser Stab. Ob sich von nun an alle Wächter meinem Willen. Den Wächter irgendwie. Ob sich von nun. Befehlen, dass er irgendwie. Die Tür öffnet, glaube ich. Das geht nur bei magisch. Das geht nur. Das geht nur. Schade. Ich habe es schon oft versucht, doch bei der Maske endet meine Macht. Haha, ich kann mich doch nicht selbst einschläfern. Schade. Ich fürchte, mein Zauber wirkt nur auf magische Fackeln und die Wächter. Magische Fackeln. Es werde ewige Nacht. Ewige Nacht? Du kannst sie doch jederzeit wieder anschnippen. Herrin, ich weiß, ich bin kein Poet, aber bitte lasst mir meine Poesie. Ja.
Es werde Licht. Eine herrschaftliche Grabkammer, nur für euch. Das werden wir noch sehen.